Ja, willkommen im Aquacentrum, ich bin der Michi und heute habe ich einen Vierwegehahn für euch. Und dieser Vierwegehahn, der kann, was der Geier woher kommen, vom Baumarkt, bei Amazon bestellt oder bei uns hier im Aquacentrum gekauft. Und das Ding ist, dass das gute Teil kommt vormontiert. Ja. Wie man sieht, hier ist schon alles angeschlossen. Denkt man, aber diese Schläuche, die sind nur irgendwie so halbscharrig da irgendwie reingefummelt. Und das hier, das muss man sowieso auseinandernehmen, bevor ich es einbaue. Und deshalb zeige ich euch jetzt mal, wie ich das mache. Schön im Bild bleiben. Wenn ihr schon merkt, das ist lose. Das kommt auch runter. Das kann man schön sehen. Das ist nur halt da so reingeschraubt. Zieh das ab. Das hier ist blau markiertes Kaltwasser. Das hier rot markiert ist Warmwasser. Und diese beiden Teile hier, das ist mein Osmosewasser, gefiltertes Wasser, was immer ich daran anschließen will. Und diese Schläuche hier, die sind auch nur irgendwie so halbscharig da so reingedreht. Ich drehe den jetzt mal raus. Sieht man mal, wie das da aussieht. So. Sind zwei O-Ring-Dichtungen drauf. Und es wird dann einfach reingedreht. Ich komme da nicht ran, um da das mit der Zange irgendwie zu greifen, sondern ich muss das einfach nur von Hand reindrehen. Und das mache ich, bevor ich den Wasserhahn irgendwo anbaue. So, so fest wie es geht. Den anderen auch. Ja, der dreht sich nur ein bisschen. So. Dann kommt das Gewindeteil wieder drauf. Und hier gehe ich hin und mache, was weiß ich, Nagellack hin oder Schraubensicherungslack. Macht das Gewinde mit der Säge, mit der Feile irgendwie ein bisschen kaputt, damit es schwergängig ist. Aber Lack ist besser. Seht ihr das? Geht schwer. So weit, dass es halt einfach mit der Hand fest. Weil hier kann ich leider nicht mit der Zange angreifen, sonst mache ich mir das Gewinde kaputt. Und dann passt dieses Teil nicht mehr drauf. Okay. Hier gehe ich ans Eckventil dran. Hier habe ich eine O-Ring-Dichtung drin, das ist bei den meisten Dingern so. Und in diesem Fall habe ich hier hinten
eine Madenschraube. Das heißt für mich, da ist hinten. Das heißt, es kommt ja dann so in das Loch rein, welches ich am Waschtisch gemacht habe. Der Kleine, der beschreibt immer mein gefiltertes Wasser und der große Hahn oder der große Hebel, das warme Kaltwasser. Noch hier, mal schauen. Das ist halt alles irgendwie einfach so vormontiert. Ja, da sind halt irgendwelche Leute da, die schmeißen das einfach zusammen, tun es in die Verpackung rein und ist fertig. So. Jetzt habe ich hier die Dichtung mit der Scheibe. Das kommt dann von unten da drauf. Dann kommt meine Mutter. Die können auch immer anders aussehen. Ich bin es natürlich unterm Tisch. Ja. Das heißt, das Ding steckt schon in meinem Waschtisch drin. Und hier, da ist mein Waschtisch, irgendwie gearteterweise. Und hier ist es so, hier habe ich eine Fläche, wo ich mit dem Schlüssel dran kann oder mit der Zange. Dreh, dann mache ich so fest, wie es geht. Und dann kann ich hier noch mit den Schrauben das nochmal festschrauben, damit es wirklich ganz fest ist. Und das mache ich so im Tisch drin. So. Hier noch zusätzlich. Das kann auch immer so ein bisschen variieren, was da noch so ein Zubehör dabei ist. Wir haben für alle möglichen Adaptionen haben wir Teile. Ja. In diesem Fall war das jetzt mit dabei. Das geben wir noch mit dazu, weil das super praktisch ist, weil wir meistens auf 1/4 Zoll Schläuche. Alles ist mit 1/4 Zoll Schläuchen angeschlossen. Alles. Das dann nachher, wir sehen es unterm Tisch. Da sollte auch eine Dichtung drin sein. Wird angeschlossen. Ich würde sagen, hier ist auch lieber handfest, weil nach ganz fest kommt ganz lose. Dann kann ich dieses Teil da reinmachen. Zack, bis zum Anschlag. Dann gibt es da so einen Clip mit dazu. Den kann ich da so reinklipsen. Zack, dann ist das fest. Andere Seite ebenfalls. Es gibt auch gleich welche, wo hier nicht dick ist, sondern gleich 1/4 Zoll. Das ist immer unterschiedlich. Zack. Ja. Wenn noch kein Druck drauf ist, kann man es bewegen. Aber sobald Druck drauf ist, ist vorbei mit der Bewegung. Zack. Fertig. So.
ist die ganze Geschichte jetzt bei mir unter dem Tisch. Und dann geht es halt weiter mit Eckventil und den Anschlüssen von meinem Wasserfilter. Das ist jetzt alles, was ich für euch habe. Nochmal wichtig: prüfen, ob Dichtungen drin sind, alles fest sitzt und dicht ist.